Oh, warte, was ist das denn hier? Da können wir nicht reinfahren, aber wir müssen wahrscheinlich hier rein. Das. Oh, wow. Boah, ich. Was? Nein! Was hast du getan? Ich bin nur gelaufen. Das gehört so. Hallo. Hallöchen, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu Raf mit dem wunderbaren Capgasmus, der da drüben schon so schön rumsteht. Hallo. Hi da drüben, Bloody. Ne? Ja, wir haben jetzt es geschafft, dieses Monstrum an Insel fertig zu machen. Wir lichten jetzt den Anker, denn wir wollen gleich weiter zur nächsten Insel. Und wer hat jetzt den Regen bestellt? Ich. Das spiegelt meine Laune wieder heute. Ich bin bei dir. Unsere Seile gehen langsam zur Neige. Was? Ich sehe da etwas. Warte mal, ich würde aber nicht genau drauf zuschauen, weil es sieht aus wie so eine Klippe. Ja. Oh, da kommt noch mehr. Links kommt noch viel mehr. Oh, wow. Oh, wow. Warte mal. Holy shit. Ich glaube, hier über die Eisschollen könnten wir... Sollen wir mal kurz ankern und gucken? Ja, wir können das mal ausprobieren. Oh, wow, wie nah wir an dieser Eisscholle sind. Alter, geil. Oh, falsche. Hey, man rutscht da drauf. Wie lustig. Oh nein, ich hab schon wieder Angst jetzt davor. Aber wolltest du nicht deine Kartoffel noch abernten? Die heilige Kartoffel. Das ist eine wirklich krass heilige Kartoffel gewesen. Ja, Mann. Weil eine gewisse mit B hat die letzte Kartoffel einfach gegessen. Also da würde ich mich ja bei der Birgit beschweren. Alles richtig, guck mal da. Kleiner Pfad, da ist eine Flagge. Sollen wir die Flaggen entlang laufen? Ich glaube, Flaggen laufen ist besser. So, was hier los? Oh! Wuhu! Geil! Da ist ein Eisbär. Davon ist ein Eisbär. Das töten. Mit Bären kämen wir uns ja aus. Übrigens, hast du das auch was zum Anschalten. Wow. Du bist genauso dumm wie die anderen Bären. Nein, jetzt habe ich daneben geschossen. Ich habe den voll in die Eier geschossen. Oh, der kann springen. Was ist denn mit ihm los? Warte, lass mich mal looten. Was ist das hier? Halt die Taste zum Aufnehmen von Stromkabel gedrückt. Ja, Stromkabel. Gut, dann ist das Ding jetzt schon mal kaputt. Ja, das habe ich fein gemacht, gell? Ja. Dinge kaputt machen, das kann ich gut. Machst du? Aha, ja, ich wollte das auch mal sehen. Okay, da drüben ist nämlich nochmal eins, da steht auch ein Eisbär. Okay. Ich weiß nicht, wofür die Stromkabel gedacht sind, aber man braucht sie wohl. Die Lenkung ist mega beschissen, ey. Ja gut, okay. Aber das fühlt sich lustig an. Wow! Okay, das ist gar nicht so... hallo, Hilfe? Warte mal, was? Kann man den wehtun? Warte mal. Überfallen! Nee, das ich ist... Ich will, fahr weg hier! Gut. Hat er dir wehgetan? Okay, nee, warte mal, wir machen jetzt den hier. Ach, du bist abgestiegen. Oh, neben geschossen. Ja gut, du machst das, ich mache das Kabel so lang weg. Ist gut. So. Oh, warte, was ist das denn hier? Da können wir nicht reinfahren, aber wir müssen wahrscheinlich hier rein. Boah, ich bin... was? Nein! Was hast du getan? Ich bin nur gelaufen. Das gehört so. Hallo. Also hier geht's... hier kann man tauchen. Ja, toll, ja, ich komm runter. Da hat's Anglerfische. Oh, fuck. So. Oh Gott, links, rechts, links, rechts. Ich gehe nochmal Luft holen. Wir können links lang oder rechts lang. Und ich konnte mich jetzt nicht entscheiden. Rechts geht nicht durch. Echt nicht? Kommt man da nicht durch? Nein, okay. Da kommen wir nicht durch. Dann wir kommen nur nach links. Ja, ich würde kurz Luft holen. Würde ich dir auch empfehlen, kurz nochmal. Zu spät. Okay, dann komme ich jetzt. Ich bin bei dem Point of No Return. Ah, geht aber. Ja. Ah, das ging sich easy aus. Ich habe deine Füße im Gesicht. Ja, dann tut's mir leid.
Ich hab's jetzt nicht gewaschen, also, ne? This beer is all over this frozen island. One of them completely wrecked the boat when we tried to get away. None of the usual tricks worked either. Henry and I would have been eaten if that boy with the air horn hadn't showed up. His name is Detor. Says he came here with some survivors. I asked Henry if I should trust the boy. Ah. But I didn't get an answer. Hui. Oh, Was? Hinweis. Oh, müssen wir den vielleicht jetzt schon lesen? Warte mal, jetzt Nummern. Guck mal. 2, 8. Wir müssen die Nummern richtig machen. Beim Shark steht nichts und bei der Seagull auch nicht. The boat is ready to go. Okay. Detto is ready with the air horn and Ruben can at least walk. Das ist ein Ding. Is staying behind. It's bittersweet. He doesn't speak with me anymore, but I think it's safer for someone to stay behind. Detto says there's a place with lots of people. Nee, Ruben, das ist die Anzahl der Stamme. Astrid might be there. Pass mal auf. She definitely isn't here in this cold place. Ja, stimmt. It's nice talking to people. Die Hinweise hier, das sind einfach die Anzahl der Zeichen. Warte mal. Guck mal ganz kurz, welche Nummer, welche Anzahl von Sternen die Ente hat. 1, oder? Ach so, oh, ich verstehe. Die Ente hat wie viele Sterne? 7. Geht nicht runter, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, erste Zahl ist 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Das dritte war der Haken. Ist das der Haken da? Das ist das Floß. Nee, das ist das Floß. Ja, aber das. Ja, dann kurz 1, 2, 3, 4. Okay, das ist dann die letzte Zahl. Okay, dann ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 6, 6, 6. 6 und dann, was war es? 4, gell? 6, 4. Ja. Fehler, ist falsch. Aber das ist nicht das Hühnchen. Das ist falsch. Das ist nicht das Hühnchen. Nee, deswegen wahrscheinlich. Ja, gut, okay, dann müssen wir das Hühnchen finden. Da ist das Hühnchen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das Hühnchen ist 5. Also 5, 9, 6, 4. Ja! Geld. Selene-Schlüssel. Haben wir gefunden? Und was ist das? Fortgeschrittener stationärer Anker. Warum ist der alte Anker? Ja, vielleicht ist er kleiner. Ich verstehe jetzt. Okay. Was verstehst du? Erzähl es mir. Und zwar gibt es jetzt eine automatische Motorsteuerung, die du bauen kannst. Und da dran ist auch ein Symbol für den Anker. Aber irgendwie hat das bei uns nie funktioniert und ich habe das nicht verstanden. Ja, klar, weil es nur mit dem neuen Anker funktioniert. Verstehe. Ja gut, wir sind hier fertig. Das heißt, wir machen jetzt auf der Insel weiter. Wir haben jetzt irgendwie noch andere Sachen. Die Insel ist groß. Oh, hier ein Hinweis. I've already lost Miranda. I will not lose you too, Henry. Two of us have followed a signal far south. I know it's from my sister. There's no doubt. He thinks the cold will be dangerous. I'm most scared of whatever is out there in the snowstorm. Ich glaube, wir brauchen hier irgendwas. Hier ist irgendwas Giftiges drin. Na, radioaktiv. Oh. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich Schutzanzug finden. Was hat er denn? Ich glaube, es hackt. Hat er es kaputt gemacht? Nee, er hat es nur einmal in die Luft gewirbelt. Oh nein. Ja, wir müssen sowieso noch weiter. Hat gar keinen Sinn und Zweck, hier oben hinzugehen. Warum? Wir haben zwar den Schlüssel für diese Station, aber das Ding ist zugefroren, das Schlüsselloch. Das heißt, wir brauchen erst eine Lötlampe. Müssen wir da hochschanzen? Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Oh, wow. Oh, bitte nicht. Ah, ich hab so die Befürchtung. Warte mal, hier waren wir doch schon. Das, ja, aber das haben wir noch nicht erkundet. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin doch hier, guck mal. Ich hüpfe. Warte mal, ich kann hier ein Kabel bauen. Kabel ziehen. Aber wohin? Ah, da unten. Das Ding fällt rein. Ah, okay, ja. Ja, Kabel loslassen. Ja, Wahnsinn, vielleicht, guck mal, hier ist auch noch mal so eins.
Ich glaube, dass wir erst mehrere verbinden müssen, bevor wir da groß was machen können. Wohin muss ich denn das Kabel ziehen? Das ist zu weit. Da, okay. Und das hier? Kann das da rein? Oh. Ah, man kann ja wieder entfernen, ne? Du kannst halt... Ah, guck mal, du kannst hier die... alles miteinander verbinden. Ja, schon, das bringt aber noch nicht viel. Na, das sagst du jetzt. Ich sehe auch nichts mehr. Ich glaube, das passt jetzt. Wir müssen jetzt nur irgendwie gucken, dass der Strom da ist. Ja. Ich gehe mal wieder runter zu dem Mobil. Ich möchte jetzt über diese tolle Rampe fahren. Kann man nicht hier noch irgendwas machen? Nee, ich habe gerade geguckt. Irgendwie geht da nichts mehr. Ja, ich habe einen Hinweis. Oh. Abandoned igloos. The boy got them open by fiddling with some cables. The big igloo is still shut though. Ich auch. Introduced him to a man named Ruben. He was hurt by wounds in the bed. Must use to fix up my wounds the same way. Ich fahre jetzt über diese Schanze. Ja, ich komme. Ich traue mich jetzt. Wuhu! Okay, das war lustig. Das mochte ich. Hat's geklappt? Ja. Und hier ist einfach Gott. Nichts Wichtiges. Also es gibt noch einen Bereich der Insel, die wir noch nicht gesehen haben. Und zwar da drüben, Richtung Grün. Da war doch links... oder war das schon Wasser? Links, rechts, jeweils. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, eben. Lass einfach gucken gehen. Ich will die Richtung runter. Hui! Bums. Jop. Ich bin los? Ich bin mit dem Stein hängen geblieben. Ich bin nicht runtergefallen. Ich hing da halt dann einfach so, ne? Ich bin hängen geblieben. Ja, weiß ich doch. Lass mal zum Dorf kurz zurück und gucken, ob dahinter was ist, weil... Okay. Ich glaube, dass das Dorf noch nicht fertig ist. Kann man das hier runterziehen? Wenn ja, dann habe ich verbunden. Ich hab's geschafft! Was? Ja, ich habe hier auch als Rad festgemacht. Ah ja, genial. Dann war das Teamwork on point. Wir mussten wohl alles einfach... Warte mal, sind jetzt hier, die Türen sind alle auf. Lass mal von unten anfangen. Von da, wo der Generator ist. Guck, guck. Oh, Hinweis. That kid Detto is really smart. Using material we salvaged, he was able to fix up my boat. Ruben is recovering too. But... doesn't seem to want to talk to me a lot. Both of them stare whenever I talk to Henry. Henry doesn't like the way they look at us. I think I need to do something. So, dann ist das letzte jetzt da, ne? Wendeltreppe. Oh, wow. Ah, guck mal, hier sind wieder die Automaten. Oh, warte. Komm mal her, hier gibt's wieder Verkaufsautomaten. Ja, hab ich doch aber gerade gesagt. Aber nichts dabei, was... Oh, Entschuldigung, hab ich nicht zugehört. Ja, ich bin's von Linda gewohnt, der höre ich auch nicht zu, weil es einfach keine neuen Infos gibt. Oh, wow. Da sie dieses Let's Play nicht gucken wird, wird sie davon auch nie was mitbekommen. Oh, Bauplan. Ich hab nichts gehört. Fortgeschrittene Biokraftstoff irgendwas. Na, guck mal einer an, was hier noch rumstand. Ah, warte, ich kann es doch noch mal lesen. Fortgeschrittene Biokraftstoffraffinerie. Oh, okay. Aber irgendwas fehlt noch. Ja, was denn? Ja, Lötlampe? Die habe ich doch gerade aufgesammelt. Da habe ich doch gesagt, guck mal, was ich hier habe. Guck mal auf die Uhr. Ich muss ja irgendwelche Ausreden jetzt finden, für meine Unfähigkeit zuzuhören. Also gut, dann machen wir jetzt die Scheiße fertig, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich aber auch sagen. Kannst du nicht einfach gerade fahren, wie jeder normale Mensch auch machen würde? Sportzel. Gehst du... Ich habe meinen Speer bereit. Das klingt falsch. Das ist mir egal, ob das falsch klingt. Ich habe das genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Also ich glaube, wir kriegen hier auf jeden Fall Schutzanzüge. Das ist ein Käfer. Was? Wir brauchen einen Steuerstab. Nochmal einen Steuerstab. Wir brauchen drei Steuerstäbe hier.
von der anderen Seite verschlossen. Whoever finds this know that I held humanity's interest first. Always. I was sent to Selene alongside two colleagues, one of which I discovered was a mole in the Westeros. Had ours been allowed to come to me, the knowledge of this unlimited green energy would have been monopolized by the same people who caused this mess to begin with. The other colleague I left behind. RB, was ist das denn hier? Müssen wir das eingeben? Wir wissen es nicht. Oh, ich habe schon Viertel weg. Was, wie schnell geht das denn? Hier müssen wir auch was eingeben. CI. Hier ist PM. PM ist grün. CE. Ich glaube, wenn wir so ein Viertel sind, sollten wir da hochgehen und gucken. Vielleicht haben wir einen Hinweis dafür. Im Buch. CL? Nein! Da hier in der Wand steht PT ist 78. Hier ist NA 11. Und hier steht halt noch RB ist 37. Okay. Ich geb's ein kurz. 37. Ja, ist richtig. Da läuft die Zeit ab. Ich muss raus, ich bin gleich weg. Sonst. Ja. Oh, meinst du wirklich, dass wir uns das aufschreiben müssen, um dann alles ganz schnell nacheinander einzugeben? Das fände ich jetzt auch kacke. Ah, warte. Ja, und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich nochmal zurück und mit dem Anzug in das andere rein. Vielleicht hat es da noch weitere Hinweise. Ich will mal kurz das ausprobieren. Ja. Ich nehme mal kurz mal so einen Anzug und versuche mal zurückzukommen zu dem anderen. Okay, let's go. Yes. Ja, ich bin zum Falschen gefahren, oder? Nee, bin ich gar nicht. Hier hat's ein paar Sachen, pass mal auf. Ja, ich glaube, hier gibt's mehrere davon, kann das? Hast du ein anderes oder was? Ja, scheinbar. Aber ich raff halt nicht, wofür wir jetzt hier unten sind. Ich auch nicht, hier ist nichts. Hier ist nur Loot, also so ein bisschen Loot. Ja, halt. Hier ist halt wirklich nur Loot. Wow, ups! Kommt wieder angebrettert, ey. Rechts vor links, Fräulein. Was? Okay, dann ist das. Und dann sag mal, was CI ist. Wir haben CI nicht. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das heißt nicht CI. Heißt es CL? L. Ja, so ein kleines L, glaube ich. Sag mal, kann ich eigentlich das Fleisch nicht einfach hier in den Reaktor reinschmeißen, damit ich es ein bisschen braten kann? Das wäre eigentlich ganz nett. Möchtest du das dann wirklich noch essen? Ich frage den Freund. Also hier ist die Tür aufgegangen, so eine breite Tür. Ach, du hast alles schon eingegeben? Oh, hier hat der radioaktive Verfall auf. Oh, ja, ich habe alles drei schon eingegeben. Da kommen die Spinnen. Warte mal, lass mal hier gucken gehen. Oh, ich glaube, hier geht's wieder weiter. Kommt mal durch? Ein Stab. Nee. Ein Stab? Ja, ein Steuerstab. Oh, hier geht's auch weiter. Oh Gott, es ist wieder ein Labyrinth hier. Ja, hier unten ist Suppe. Es ist noch Suppe da. Ja, es ist noch Soße da. Oh, ist ein Rad. Ja, dreh mal am Rad bitte. Mach ich gerade, was passiert? In die Tür hier geht auf. Du musst weiter irgendwas drehen. Oh, mich greift was an. Ja. Hey. Ist er tot? Der ist doch nicht tot. Nein. Der kann sich jetzt nur aber schützen. Ah ja. Dreh du weiter, ich loot. Da kommen noch mehr. Zwei Stück. Warum sind hier zwei? Aua. Aber die machen nicht viel Schaden, zum Glück. Der ist tot, oder? Ja. Ja. Ah. Auf der Seite sind wir jetzt, okay. Gehen wir hier kurz hier raus. Hier hat es einen Hebel. Oh, eine Münze. Was? Halte R für sanftes Drehen. Ah, ich kann die Dinger drehen, was bringt das? Aber wofür? Ja, ich wollte gerade sagen, hä? Da ist ein Laser. Ich glaube, der muss draufschießen. Warte mal, benutzen. Oh! Hat das wehgetan? Holy! Holy. Ja, ich glaube. Ah. Ja, ja, das dachte ich mir nämlich. Kann man das wieder ausschalten? Das wäre jetzt irgendwie geil. Nee, kann man nicht. Super, ey. Oh. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal hin müssen. Ach, guck mal. Schutzanzüge wieder. Hallo, Käferleins. Oh. Was für ein Laser da.
Wow. Das kann ich so drehen, okay. Das muss darüber zeigen. Das hier. Aua! Okay. Ich da. Oh. Ja, aber es bringt nichts. Haben die verschiedene Winkel? Nee, ne? Ja, aua. Oh, Entschuldigung. Sorry. Au! Volltreffer, Alter. Jetzt sind wir quitt. So, Moment. Jetzt sind wir quitt. Aua! Ah! Hab's. Hä? Ach, da war noch ein Spiegel. Eins. Zwei. Und drei. Ja, wow. Das hat ja richtig viel gebracht. Oh, jetzt sind wir hier drin. Okay, ich sehe schon. Oh, was haben die denn für eine Reichweite, bitte? Ja, die können hüpfen. Ah, der ist tot. Zwei Schüsse reichen da auch schon, oder was? Oh, wow. Oh, da ist schon wieder einer. Sag mal, spawnen die neu, oder was ist da los? Okay, der ist auch tot. Ja, ich glaube halt... Ja, hier sind schon wieder drei Stück. Ja, da kommen... Die kommen da raus. Ja, komm, ignorier's einfach. Wir machen weiter. Die kommen hier permanent neu. Was müssen wir überhaupt machen? Wir müssen hier irgendwas... Oh, ich kann nicht mehr schnell rennen. Oh, warte. Ich beschütze dich. Ja, ich drehe, ich drehe. Ja, die sollen einfach mich angreifen. Ich kann mich nur nicht... Ich kann nur nicht schnell laufen, weil ich nichts mehr zu trinken habe. Oh, scheiße, so, was Mann. Was auch immer wir tun mussten, hier, ich habe es getan. Hilfe. Ich habe ein Problem. Ich kann nicht mehr schnell laufen ohne Wasser. Wie komme ich denn so zurück? Das ist jetzt ganz schlecht, wenn ich nichts mehr zu trinken habe. Auf der anderen Seite ist auch noch was zu machen. Das sind zwei Räder. Auf der anderen Seite, ich verstehe. Ja. Hast du gesehen? Ja. Okay. Ja, jetzt sinkt mein Leben. Also das heißt, du musst dich zum Fluss zurücktragen. Ja, viel Spaß. So, guck mal hier. Ja, dreh du mal. Ich mach die Käfer hinter dir weg. Oh, jetzt ist es kaputt. Okay, jetzt hast du eine Ruhe. Ja! Okay, jetzt hoch. Ja. Oh, jetzt sieht's auch wieder normal aus. Okay. Ja. Kühlprozess eingeleitet. Das ist schön. Und jetzt? Und jetzt? Oh. Wow. Was geht denn hier ab? Oh, warte mal, hier ist Hinweis. Sind es die Koordinaten? Ja, Utopia. Oh, schön. Und ein Schmelzer, elektrischer Schmelzer. Besserer Ofen. Oh, nice. Ja gut, werden wahrscheinlich eh nicht mehr bauen. Aber hier, sorry, aber hier lebt doch jemand drin. Benutzen. Hi. Hallo, Shoko! Das ist der erste Mensch, den ich überhaupt hier treffe in Raft. You're not... Oh, I get it. They left me here. Wow. Thanks for waking me up. Rome, okay, Rome, da hätte er sein können, dass es funktioniert. Appellt. So, you got room for a bioengineer? I swear, it's actually practical. Great. That's very ich hab nice noch nicht mal was gesagt, Alter. Ich hab nein gesagt. Vielleicht. Das Schöne ist, du sagst, das ist der erste Mensch, den du auf Raft triffst. Was bin ich, dein Hausschweinchen oder was? Du zählst da nicht. Ja, geil. Hi. Nein, ich ver... Oh, Errungenschaft freigeschaltet. That's not a boat. Meiner ist auf dem Floß geblieben. Ja, meiner nicht. Ich habe jetzt eine Errungenschaft dafür gekriegt, dass ich mit dem im Wasser gelandet bin. Ja, wir lesen das mal vor, oder? Lesestunde, richtig. Ich kann aber heute nicht mal lesen. Warte mal. Das sind aber nicht viele Seiten. Nee, es geht. Ich hab schon Miranda verloren. Ich werde dich nicht auch noch verlieren, Henry. Wir beide sind weit im Süden einem Signal gefolgt. Ich weiß, dass das von meiner Schwester ist. Es gibt keinen Zweifel. Henry ist skeptisch. Er hält die
Kälte für gefährlich. Ich habe mehr Angst vor dem, was da draußen im Schneesturm ist. Bruno. Überall auf dieser zugefrorenen Insel gibt es Bären. Einer von ihnen hat das Boot völlig zerstört, als wir versuchten zu entkommen. Auch die üblichen Tricks funktionieren nicht. Henry und ich wären aufgefressen worden, wenn dieser Junge mit dem Lufthorn nicht aufgetaucht wäre. Sein Name ist Detto. Sagt, er sei mit einigen Überlebenden hierher gekommen. Ich habe Henry gefragt, ob ich dem Jungen vertrauen soll, aber ich habe keine Antwort bekommen. Detto hat mir und Henry ein paar verlassene Iglus gezeigt. Der Junge hat sie geöffnet, indem er ein paar Kabel gefummelt hat. Das große Iglus ist allerdings noch geschlossen. Ich frage mich, was drin ist. Detto stellt mich einem Mann namens Ruben vor. Er war verletzt, sah aus wie Wunden von einem Bärenangriff. Also half ich, die Wunden zu versorgen. Astrid pflegte meine Wunden auf die gleiche Weise zu versorgen. Wo bist du, Schwesterchen? Bruno. Dieser junge Detto ist wirklich schlau. Mit Material, das wir geborgen hatten, konnte er mein Boot reparieren. Ruben erholt sich auch, aber er scheint nicht viel mit mir reden zu wollen. Beide starren mich an, wenn ich mit Henry spreche. Henry mag es nicht, wenn sie uns ansehen. Ich glaube, ich muss etwas tun. Bruno. Das Boot ist startbereit, Detto ist mit dem Lufthorn bereit und Ruben kann zumindest laufen. Henry bleibt zurück, es ist bittersüß. Er spricht nicht mehr mit mir, aber ich denke, es ist sicherer, wenn niemand zurückbleibt. Detto sagt, es gibt einen Ort mit vielen Menschen. Ruben sagt, Astrid könnte da sein. Sie ist definitiv nicht hier an diesem kalten Ort. Es ist schön, mit Leuten zu reden. Bruno. Ich heiße Spatz. Wer dies hier findet, weiß, dass ich das Interesse der Menschheit an erster Stelle gesetzt habe. Ich wurde zusammen mit zwei Kollegen nach Celine geschickt. Einer davon war, wie ich herausfand, ein Maulwurf der Investoren. Hätte Eule nach Celine kommen dürfen, wäre das Wissen um diese unbegrenzte grüne Energie von den gleichen Leuten monopolisiert worden, die dieses Chaos ursprünglich verursacht haben. Der andere Kollege, ich habe ihn zurückgelassen. Ich habe dir nicht vertraut, Kuckuck. Ich konnte nicht. Es war ein zu großes Risiko. Ich hoffe, du verzeihst mir. Spatz. Spatzilein. Die Selene-Anlage wurde zu einem einzigen Zweck gebaut, die Versuchsreaktoren zu perfektionieren, durch welche die schwimmenden Städte mit Strom versorgt werden. Keine leichte Aufgabe. Aber es ist geschafft, theoretisch. Doch wir haben nicht die Leute, um mehr als einen einfachen Prototyp zu konstruieren. Er kann wirklich gebaut werden. Ich weiß es. Wir brauchen einfach mehr Leute. Es gibt einen Ort, an dem die Flößer in Frieden mit allen Überlebenden der alten Welt leben. Sie nennen es Utopia. Vielleicht können wir dort beginnen, den Schaden, den wir angerichtet haben, rückgängig zu machen. Aber wir haben gestern eine Nachricht von Ihnen erhalten. Einer der Investoren hat die Kontrolle über die Gemeinschaft übernommen. Olaf Wilkstrom. Ich fürchte seine Absichten mit dieser potenziellen Utopie. Spatz. Aber den Olaf haben wir schon öfters gehört, ne? Ganz am Anfang gab es ein paar Zettel davon mit Olaf. Ja, den Detto kennen wir doch auch schon. Ja. Aus Caravan Island. Der Code ist 4372. Den würde ich jetzt eingeben noch. Oh ja. Was? 4372 habe ich gesagt, ne? Hast du. Ja, 4372. Mäh. 4 3 7. Dann bedankt sich das Duo, Bloody und ich, bei euch beim Zugucken, fürs Zugucken. Gell? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ja, das dürfte die letzte sein. Letzte Insel. Wird spannend. Bis dahin. Oh ja. Tschüss. Ciao.